Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Close But Open im Stadtgeschichtlichen Museum. Mein Name ist Dana Albertus, ich bin Museumspädagogin und arbeite in der Abteilung Bildung und Vermittlung. Heute möchte ich Ihnen die Schatzkammer vorstellen. Die Schatzkammer hat noch eine Bezeichnung, und zwar das Errar. Das Wort Errar stammt aus dem lateinischen Wort Errarium und bedeutet Staatskasse bzw. Stadtkasse. Aber dieses Wort ist nicht mehr gebräuchlich. In die Schatzkammer gelangt man durch eine schmale Treppe, angelegt zwischen den dicken Wänden. Es sind 17 schmale, steile Stufen, die nach unten führen. Ein Geländer gibt es nicht. Die gute Beleuchtung gab es damals auch nicht. Deswegen kann man die Ratsherren verstehen, dass sie öfter mal das Loch benutzt haben. Wir sehen hier drüber ein Loch und da drüber ist die Ratsstube. Und da konnte man in Notfällen ein oder anderen Geldsack schnell in die Tiefe verschwinden lassen. Hier wurden unten aber nicht nur, wie viele denken, Gold und Silber Geld aufbewahrt, sondern auch Urkunden, Privilegien, Akten. Das war sozusagen auch eine Art Ratsarchiv. Wir stehen jetzt auf Original-Ziegelfußboden aus dem 16. Jahrhundert. Viele denken, wenn sie diesen Raum betreten, sie wären irgendwie im Keller oder vielleicht im Erdgeschoss. Beides stimmt nicht. Wir befinden uns jetzt quasi etwa 80 bis 90 cm über dem Marktplatz. Und die Schatzkammer bestand damals nur aus einem Gewölbe. Und in diesem Gewölbe standen zwei Schatztruhen nebeneinander. Heute steht die andere Truhe im anderen Gewölbe, die aber damals nicht zur Schatzkammer gehörte. Ja, wie kam es dazu, dass die andere Truhe im anderen Gewölbe steht? Das ist ganz einfach. Früher gab es im alten Rathaus ein Zwischengeschoss. Es wurde beim Umbau des alten Rathauses am Anfang des 20. Jahrhunderts beseitigt. Und das einzige Übrigbleibsel davon ist diese Schatzkammer. Allerdings zugunsten des Ladengeschäftes im Erdgeschoss musste die Schatzkammer verkürzt werden, um etwa die Hälfte. Und deswegen hat der damalige Stadtbaurat Scharenberg beim Umbau des alten Rathauses ein neues kleines Gewölbe angelegt. Und da wurde die zweite Truhe hingeschafft. Sehr imposant ist diese Tür. Die hat vierfaches Schließsystem. Also einmal, zweimal, das waren unterschiedliche Schlösser, dazu brauchte man schon zwei Schlüssel. Jetzt kommt der dritte Schritt, und zwar, ich drehe diesen Schlüssel und hier im Schloss befinden sich drei Riegel. Wenn ich das Schloss drehe, gehe nun zwei Riegel zurück. Ich kann die Tür nicht öffnen. Jetzt schiebe ich diese Blume zurück und jetzt geht die Tür endgültig auf. Und ich kann die Blume erst dann zurückschieben, nachdem ich den Schlüssel gedreht habe. Vorher geht das nicht. Also eine einbruchsichere Tür. In dieser Truhe sieht man auf der rechten Seite 47 silberne Löffel. Diese Löffel verdankt man dem Brauch, dass jeder Kramermeister der Kramerinnung zwei silberne Löffel schenken musste. Und wenn feierliche Anlässe waren, dann wurden die Löffel herausgeholt und damit hat man gespeist. Die Form der Löffel ist ein bisschen eigenartig. Die sehen ähnlich wie Soßenlöffel aus. Heute sind die Löffel mehr birnenförmig und nicht so tief. Das hängt erstens mit den Essitten zusammen. Früher da wurde der Löffel mit der gesamten Hand gepackt und dann wurde die Suppe von der Seite in sich hineingeschlürft. Solche Geräusche wie Schlürfen, Rülpsen, Schmatzen und andere gehörten durchaus zum guten Ton. Außerdem wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass aus diesen Löffeln auch Schnaps getrunken wurde.
Wir haben diese Tradition, Schnaps aus Löffeln zu trinken, die gibt es immer noch. In Ostfriesland zum Beispiel, in traditionsreichen Gaststätten. Wir haben schon viele Besucherinnen und Besucher gehabt, die dies bestätigt haben. Weiterhin haben wir auf der linken Seite Pokale aus Silber und Feuer vergoldet. Das sind alle Schenkungen gewesen an die Krama-Innung aus verschiedenen Anlässen. Und in der kleineren Truhe, im kleinen Gewölbe, sind einige Archivalien aus dem Besitz der ehemaligen Krama-Innung ausgestellt. 1997 konnten wir mit finanzieller Unterstützung der Industrie- und Handelskammer die Schatzkammer, die bis dahin Dornröschen-Dasein führte, in Ordnung bringen. Und deswegen zeigen wir hier jetzt den Kramerschatz. Und Krämer waren Kleinhändler, die im Gegensatz zu den Kaufleuten ihre Waren nur in kleinen Mengen, aber alles Mögliche verkaufen durften.